heute ganz herzlich willkommen in allen. Schön sind Sie so zahlreich da bei dem reichhaltigen Programm, das hier geboten wird. Und ich glaube, das zeigt halt die Wichtigkeit nicht nur von, was hat Kirche, was hat Religion heute für einen Stellenwert in der Gesellschaft, sondern eben auch, was machen wir mit den Gebäuden, die wir haben, sei es wirklich Kirche oder sei es auch Pfarrhäuser, sei es Gemeindezentren. Und ich weiss nicht, wie gut man es gehört hat vorhin von diesen Konfirmanden. Ich weiss nicht, sie sind extra hier auf dem Rande runtergekommen, aus einem Lager heute. Ich weiss nicht, ob es jemand von euch war, der diese Frage gestellt hat. Und zwar hat man dann die Antwort gehört, zum Beispiel ein Metzger. Könnte in so einer Kirche untergebracht sein? Ich möchte vielleicht die Frage gerade weitergeben, hier in die Runde. Also wir reden jetzt vom Vermieten, vielleicht auch später vom Verkaufen von einer Kirche selber. Metzger geht ein bisschen weit. Ich habe also ein bisschen geschaut, was gibt es in Europa. Es gibt Spitzenrestaurants, gibt es Kirchengebäude, es gibt einen Klettergarten, habe ich einmal gesehen, im Deutschen. Ja, es gibt natürlich, es gibt bis hin zu Fitnesszentren, also da gibt es alles schon, jetzt in der Schweiz, die Beispiele. Wo sind Grenzen? Was können Sie sich vorstellen? Fangen vielleicht gerade an, Irina Zehnder. Was können Sie sich vorstellen? Was kann in einer Kirche passieren? Ich glaube, Grenzen gibt es keine. Ich glaube, man muss offen sein, eben genau, wenn man sieht, wie viele Leute am Sonntagmorgen wirklich noch in der Kirche rein sind. Ich glaube, man muss überlegen, Kirchen als Gemeinschaftszentrum weiter im Fokus behalten, aber auch, was bringt wieder Leben in eine Kirche, wie beispielsweise, ich bin gerade junge Mutter geworden, wie beispielsweise eine Kindertagesstätte, oder? Könnte man das dort realisieren? Und falls ja, müsste man sich dann vielleicht auch überlegen, wie natürlich und auch, wie kann man einen Pfarrer in so etwas einbinden? Ich glaube, ein Pfarrer von morgen ist nicht mehr ein Pfarrer, der am Sonntagmorgen oben steht und sagt, so ist die Welt und das sind meine Konfirmanden und das sind meine Aufgaben. Ich glaube, ein Pfarrer von morgen ist eine extrem breit gefächerte Person, wo man neu einbringen in die Kirche. Spannend, wenn Sie das sagen. Also, Herr Finger, dann würden Sie in Zukunft, wenn Sie jetzt nochmal als Pfarrperson unterwegs wären, würden Sie vielleicht auch plötzlich Kinder hüten oder kochen oder einen Klettergarten beaufsichtigen als Teil von Ihrem Pensum? Am Menschen nach Kind hüten. Das andere ist ein bisschen schwierig. Ich denke, es gibt einen abgestuften Umgang mit dem Kirchengebäude. Wenn man so vor der Frage steht, ob man Kirche neu muss nutzen muss, sollte man anfangen zu überlegen, gibt es eine Nutzung, die der Kirche als spirituelles Gebäude entspricht. Und wenn man dann dafür keine findet, dann kann man die nächste Stufe nehmen und sagen, ja, gibt es eine soziale Nutzung? Kindertagesstätten wäre zum Beispiel so etwas. Wie lange suchen wir, bis wir die Abstufung, bis wir etwas finden? Ich denke, da kann man keine generelle Lösung finden, sondern das hängt von den Gegebenheiten ab und vom Finanzbedarf und Umbau und was da alles müsste gelöst werden. Das und wer wird einbezogen für die Entscheidung? Die Gemeinde, wo die Kirche gehört. In der Regel ist das erstens mal politisch gemeint, dann ist es die Bevölkerung, wo der politische Gemeinde ihre Stimme gibt und natürlich die Kirche selber, die Kirchengemeinde, die ein Nutzungsrecht hat für die Kirche. Die müssen ja sagen dazu, es muss von unten her kommen. Edi Käser, Sie sind in einer Baukommission, Merishausen, Bagen. Wie läuft so ein Prozess ab, ganz kurz gesagt? Wir sind lange in dem Prozess, wo wir die grossen Überlegungen jetzt wirklich angehen müssen. Es geht im Moment nur mal das Pfarrhaus sanieren, dass man es weiter betreiben kann. Aber wenn wir schon dran sind, haben wir gefunden, jetzt müssen wir die ganze Anlage im nächsten Schritt überdenken, was kann man machen, wo der Allgemeinheit dient. Und ich glaube, das ist genau das, was mir jetzt so ein bisschen wichtig ist. Wir leben da, das ist das Dorf, Merishausen, Bagen gehört auch dazu. Und ich möchte eben gerne wissen, was kann die Kirche machen, wo der Gemeinschaft dient, der Gemeinschaft von diesen Leuten. Unabhängig von Religion oder irgendetwas, sind einfach die da wohnen. Und da etwas zu finden, wo wirklich etwas bringt und nicht jemand anderes auch machen kann. Oder? Ich meine, Unterhaltung, das müssen wir nicht bieten, das können andere besser machen. Also kein Disco, kein Klettergarten? Nein, würde ich mal sagen, nein. Weil das kann die Privatindustrie machen. Das kann gewinnorientierte Unternehmen machen. Wir haben einen ganz anderen Hintergrund. Ist das der Grund, dass andere Player hat? Oder ist es, würden Sie es als blasphemisch empfinden, fast ein bisschen, wenn in der Kirche so etwas sehr Weltliches stattfindet? Ja, es wäre vielleicht schade, und am Auftrag von einer Landeskirche
nicht gerecht. Oder? Weil wir sind dazu da, dass die Gesellschaft funktioniert, also einen Teil Verantwortung auch übernehmen und einen Beitrag leisten. Und wenn das andere einen Klettergarten machen können oder einen Kletterhalle, ist das eine tolle Sache. Aber da gibt es einen Haufen leere Industriegebäude. Marilene Hess, eben, Sie sind mit den Konformanten da. Wie weit sind die? Wir haben es jetzt gehört, Metzger. Aber Sie haben ja sicher länger diskutiert mit ihnen. Was sind da sonst noch für Ideen gekommen, außer dem Metzger? Also, ich glaube, Metzger war sogar meine Frage. Aber es war eher provozierend gemeint. Also, die jungen Leute haben gerade auf den ersten Moment haben sie gesagt, ja, es gibt keine Grenze in der Nutzung, in der anderweitigen Nutzung von Kirchen und kirchgemeindlichen Gebäuden. Und dann habe ich das ein bisschen provozierend gefragt. Dann habe ich gesagt, wenn ein Metzger reinkäme. Und darum ist das wahrscheinlich dann auch so gefragt worden, der Passant. Ich finde, im Gegensatz jetzt zu Irina, finde ich, es gibt Grenzen. Wo sind die? Eben, ich würde dort zuerst mal die Frage stellen, was ist der ursprüngliche Zweck von einer Kirche und wenn man dem Erbe auch in einem gewissen Sinn Wertschätzung und Respekt zollen und sich dann fragen, was könnte allenfalls eine erweiterte oder ein bisschen, ja, eine ausgeweitete Nutzung sein. Aber ich finde, man muss die am spirituellen Gedankengut und dann auch am kulturellen und am sozialen und am diakonischen irgendwie treu bleiben. Also, ich würde jetzt, gerade so auf den ersten Blick, hätte ich glaube, Mühe, wenn in einer Kirche plötzlich eine Bank oder eine Metzgerei wäre. Ja, Andy Kuhn, Sie sind ja eingemietet, mhm, in Zwingliche Jachen. Sie sind etwas, ja, ein soziales Engagement natürlich, das Sie machen. Haben Sie da irgendwie sich müssen verpflichten zu religiösen Werten, zu irgendetwas in dieser Art? Oder hätten Sie sich eben auch vorstellen können, mit einem Klettergarten dort hingehen? Wo sind da für Sie Grenzen? Ja, also die Zwingli-Kirche mit der Zwingli-Kirche verbindet uns schon langjährig einen guten Austausch. Ich finde Zwingli-Kirche auch nicht nur als ein religiöser... Sagen Sie, was Sie genau drin machen in diesen also Kirchen? Wir hatten einen Schulbetrieb drin. Also bis Ende Monat haben wir noch einen Schulbetrieb drin, wo wir Geflüchtete in der deutschen Sprache, die deutsche Sprache anbringen. Und wir sind in Not gewesen, haben Raum gesucht und wir sind ja am Krebsbach, ist so ein kleines Zentrum, das Haus der Kulturen. Und von dem her haben wir dort schon den Draht gehabt zum Wolfram Kötter und haben den Ort schon immer als ein, ich sage jetzt mal, als ein neutraler, nicht wertneutral, weil die Werte teilen wir, da ist nicht das Thema, sondern einfach ein Ort, wo nicht ein Ausschluss stattfindet. Also wir haben Geflüchtete von 1000 verschiedenen Ländern, das gibt es nicht, aber von vielen Ländern und wir sind ein Staat und wenn danach dieses Angebot für alle offen behalten. Und von dem her ist es für uns wichtig, dass es ein Ort ist, der als ein neutraler Ort empfunden wird und nicht irgendwie Geflüchtete plötzlich sagen, ich mag zwar den Deutschkurs, aber nicht in einer Kirche. Und von dem her hat uns das geholfen, wie es sich Zwingli-Kirche gibt, dass das ein Ort ist, wo auch vieles anderes stattfindet, der Mittagstisch, der stattfindet. Ich mag mich erinnern, als ich in der ZILAG war, haben dort zum Teil Informationsveranstaltungen stattgefunden. Also es ist mehr ein Quartierzentrum oder auch ein Quartierzentrum. Und das hat uns geholfen, zu sagen, das ist ein guter Ort, um dort auch einen Schulbetrieb anzubieten, wo der Kanton repräsentiert. Dann Jürgen als Architekt, die Grenzen, sind die Grenzen vor allem baulicher Natur, weil Sie sagen, Sie können die Kirchenbänke nicht rausnehmen oder nicht, wegen dem nicht umnutzen? Oder gibt es wirklich auch, sagen Sie mal, moralische oder ethische, religiöse Schranken für Sie? Ja, technisch ist es für mich kein Problem. Technisch können wir vieles lösen heute. Ich weiß nicht, ob wir extra so platziert worden sind heute, ob es da rechts und links gibt. Ich bin total schmerzfrei, was mit Kirche passiert. Für mich ist eine Kirche zuerst einmal ein Gebäude. Und ich komme dann schon auf die Aspekte des Spirituellen zu sprechen. Aber, und dann gibt es moralische Grenzen. Aber die gibt es so oder so, Kirche hin oder her. Also wenn man, es gibt Kirchenumnutzungen, die gehen weiter. Die gehen in einen Nachtclub zum Beispiel, Stripclub. Ich finde, das ist moralisch so oder so fragwürdig. Kirche hin oder her. Und da geht es dann extra um zu provozieren. Vor allem in Holland gibt es so also Sachen. Das ist wie eine andere Ausrichtung, die anders problematisch ist. Nicht eigentlich auf die Fragestellung von der Umnutzung. Sie haben das Gefühl, das ist extra eine Provokation? Ja, aber was mich interessiert, ist ja eigentlich jetzt architektonisch die spirituelle Kraft von einem Raum, der das auch hat. Wenn ich in einer Kirche bin und da allein stehe, allein vor Gott, dann macht das was mit mir. Das macht es aber auch, wenn ich auf einem Berg oben stehe, allein. Und das ist eigentlich meine, eben heute habe ich nur Fragen, aber das ist eigentlich meine grundsätzliche Frage, braucht Gott überhaupt eine Kirche?
Jetzt sind wir natürlich bei den ganz grossen Fragen, die haben sich mir auch gestellt bei der Vorbereitung. Da haben wir wirklich, da gibt es glaube ich keine Grenzen, wo man sich eben fragen kann, was ist da für eine Rolle, wo die Religion, wo Gott einnimmt in der Gesellschaft. Bleiben wir mal gleich auf dem Baulichen, Lukas Wallimann, von der Denkmalpflege. Was sind da Ihre grössten Sorgen, Ihre grössten Nöte, die Sie haben? Und eben bis wo können Sie sich da vorstellen, so eine Umnutzung? Ein harter Gump nach so, so spannenden Inputs auf so ganz banale, bauliche Fragen zu sprechen zu kommen. Aber was ich schon finde, was man eigentlich jetzt aus allen Voten gehört hat, ist ja eigentlich, der Denkmalpfleger kann sich eigentlich zurücklehnen, weil man hat bis jetzt nie über Abbruch geredet, sondern man hat immer von Umnutzen, von Andersnutzen geredet, von Räumen weiterentwickeln. Und das ist ja eigentlich auch im Sinn von einer Denkmalpflege, dass man eben Räume und Objekte nutzen kann. Wobei, so zurücklehnen ist es gerade nicht, oder? Nein. Gerade auch, wenn man sieht, wie viele Themen auf uns zukommen. Wir haben eben Pfarrhäuser, haben wir viele, wo die Themen auf uns zukommen. Wir haben Kirchen und so weiter. Aber ich glaube, der Punkt ist der, dass wir Räume haben. Vielleicht brauchen wir die Räume, wie es Dan Schürch gesagt hat. Vielleicht brauchen wir die Räume, um Spiritualität zu erfahren. Sind aber auch einfach grosszügige Räumlichkeiten mit einem Dach drauf. Wir haben einen trockenen Raum, wo man etwas machen kann. Und für mich ist immer ja, die Frage, baulich kann man sehr viel machen. Oder? Ja, kann man die Kirchenbänke rausreißen, wo der Dan Schürch sagt, das ist kein Problem, aber denkmalpflegerisch? Das kann man nicht. Man kann Kirchenbänke rausreißen. Das muss man ja im Einzelfall bewerten, anschauen und dann entscheiden, zusammen mit der Nutzung. Oder? Also es gibt Kirchenbänke, die man jetzt vielleicht nicht einfach so rausreißen kann. Aber es gibt sehr viele Kirchenbänke, wo man sagen kann, gut, jetzt räumen wir mal den vorderen Teil der Kirchenbänke weg, tut die mal einlagern oder tut sie sogar entsorgen und hat dann einen grösseren Spielraum, um den Raum zu nutzen. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich sagen wollte, dass es eine Bewertung braucht, eine Abwägung. Und ein Prozess. Und ein Prozess, wo man zuerst einmal sagt, ja, was haben wir überhaupt für Nutzungen, was brauchen wir für Nutzungen, wie viel Raum brauchen wir, was würde das baulich bedeuten und wie kann man jetzt mit dieser qualitätvollen, in den meisten Fällen, also sind es ja sehr hohe, qualitätvolle, also hohe baukulturelle Werte, die man antrifft, wo man muss damit umgehen muss. Ich glaube, da gibt es sehr viele Beispiele, wo man mit schon kleinen Massnahmen, gar nicht mit den grossen Kellen anrühren, wo man mit schon kleinen Massnahmen kann, Räume schaffen kann, die nutzbar sind. Gibt es für Sie jetzt aus der Sicht der Denkmalpflege Beispiele von Kirchen, die Sie kennen, im In- und Ausland, wo Sie sagen, da ist jetzt meisterhaft, da ist es gelungen? Es gibt sehr viele Beispiele, die ich finde, sind gut gelungen. Ein sehr spezielles. Ja, also für mich, das ist jetzt keine Umnutzung, aber für mich sehr eindrücklich war, als ich den St. Konrad kennengelernt habe. Der Fördererbau ist sicher auch vielen Schaffhauser bekannt. Was in dem St. Konrad innen alles schon von Anfang an passiert ist, das ist ja eigentlich wirklich als Kirchengemeindezentrum mit geweihtem katholischem Kirchenraum erbaut worden, unten innen irgendwie, ich glaube die einen oder anderen Schaffhauser sind dort unten in einem Keller in Disco, oben innen ist irgendwie Altersturne im Kielerum und so. Das ist für mich ein super Beispiel und man hat baulich, natürlich der Förderer hat das von Anfang an mit angedacht und dort ist es wie im Gebäude schon mit angelegt, aber für mich ist das eigentlich wirklich das eindrücklichste Beispiel. Und sonst gibt es natürlich auch... Gibt es ganz schlechte Beispiele? Sollte ich, was Sie sagen, so kann man es wirklich jetzt mal nicht machen. Ja, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ist ja auch schön, wenn Sie sagen, Sie kommt Ihnen gerade nichts in den Sinn. Es kommt mir jetzt wirklich nichts in den Sinn, ja. Dan Schürch aus Architektensicht, gibt es etwas, wo Sie sagen, dort ist es sehr, sehr gelungen? Also das ist vielleicht eher jetzt so im katholischen Bereich, wenn ich jetzt gerade weiss. Also in Köln finde ich ein Columbo-Museum zum Tor umbauen von Alt-Neu. Das finde ich ein ganz, ganz, ganz gelungenes Beispiel. Weniger auf der Nutzungsebene, mehr auf der Art, wie man eine Spiritualität erlebt, vom Raumgefühl. Von der Nutzungsebene hätte ich nicht gerade ein Beispiel. Obwohl, es gibt ein gutes Beispiel in Zürich, finde ich, wo die Kirche Hirzenbach, vielleicht ist die ein Begriff, finde ich, gesagt, wir als bauen eine neue Kirche, nicht eine Umnutzung,
Aber sie bauen eine Kirche plus begleitetes Wohnen, plus Kinderbetreuung, plus Coworking, plus Coffee and Tea, heisst das bei denen, so ein Kaffee für Leute, die einfach im Austausch stattfindet. Aber das heisst, der Neubau ist einfacher als eine Umnutzung eigentlich? Ja, das würde auch gehen. Es hat aber, ich war dort in der Jury, darum weiss ich es vom Wettbewerb. Es hat auch Projekte gegeben, die eine Umnutzung vorgeschlagen haben. Das ist das gleiche Programm. Ich glaube, es liegt nicht an der Umnutzung. Es liegt darum, dass die Kirche ein neues Programm finden muss, um zu sagen, was sind unsere Werte, die wir heute im 21. Jahrhundert eigentlich leben wollen. Und dass man nicht das Feld eben einfach der Privatwirtschaft abgibt. Und da bin ich voll mit Ihnen. Dann, dass man das nicht einfach abgibt und sagt, der Bestzahlende kann dann irgendein Restaurant machen. Sondern ich glaube, man muss die Werte wieder neu definieren und muss sie leben. Und da, denke ich, ist Gemeinschaft das Stichwort, das unserer Gesellschaft fehlt. Der Herr Schürch geht immer auf die hohen Ebene, merken Sie. Es ist eben dann, und dann ja, ist wir müssen ja nicht immer gleicher Meinung sein, wir müssen ein bisschen streiten. Genau. Frau Zehnder, als Immobilienbewirtschafterin, was wären da Challenges, die Sie hätten, wenn Sie jetzt ein Kirchengebäude würden verkaufen würden? Und wer soll es entwickeln? Sind Sie es oder ich kann Kirchenbauherrin sein? Ich glaube, das sind so zwei Wege, die man sich fragen. Entweder ist die Kirchenbauherrin und macht dort etwas drin, wie beispielsweise Studentenwohnheim mit so lässigen Kubus drin. Und dann ist der Pfarrer eben auch noch der Hauswart und der Seelsorger für all die Studenten und was auch immer. Oder man sagt, nein, wir brauchen einen Stutz, wir verkaufen das Zeug, wir gibt gewisse Rahmenpaneele gibt man vor, eben kein Füdlischuppen und all so Sachen. Aber dafür nachher offen einfach für was auch immer. Oder? Weil Kirche, ich denke immer, die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, Lohnstädter Bütenhardt, das ist die schönste Art im ganzen Dorf. Und da wäre so schön, wenn das anders könnte belebt werden könnte, wie nur am Sonntagmorgen. Also Sie würden so etwas gerne machen, auch dann als Immobilienbewirtschafter? Unbedingt. Also wenn irgendjemand eine Kirche zum Verkaufen hat. Also mir denkt schon ein Unterschied, ob man wie in der Stadt mehrere Kirchgebäude hat und kann sagen, gut, so viel brauchen wir und so viel können wir verkaufen. Oder ob es in einem Dorf ein Kirche hat. Ich finde, man darf alles denken. Darum habe ich die Hand aufgehoben. Aber grundsätzlich denkt es mir, ein spiritueller Ort in einem Gemeinwesen, der braucht es. Die Frage ist, ob man den mehr nutzen kann. Ich meine, die meisten Kirchen haben Kirchgemeindehäuser und Kirchen. Jetzt, die Inneneinrichtung von einer Kirche kann man an sich so gestalten, wie zum Beispiel im Zwingli, dass man das auch als Gemeindehaus benutzen kann. Die Bankstruktur, die finde ich völlig überholt. Das kommt aus einer ganz anderen Zeit. Die Bänke gehören raus. Da braucht es Stühle, da braucht es eine flexible Inneneinrichtung. Und ich meine, wenn ich jetzt denke, nur in der Gemeinde, wo ich jetzt wohne, Löningen, was die an Technik in die Kirche eingebaut haben. Von mir aus könnten sie jetzt nur noch die Bänke raus tun, dann wäre es ganz gut, oder? Und also irgendwo ein Schulmedizin. Wird sie nicht mehr genutzt bei dieser Technik, die dort drin ist? In Amsterdam gibt es Kirchen, die werden Samstag, Sonntag quasi 24 Stunden genutzt. Und zwar einfach, weil mehr drin steht. Erstens mal nutzen mehrere Kirchgemeinden die gleichen Kirchen. Da gibt es auch Migrantenkirchen, wo irgendwie eine Kirche den Gottesdienst am 9 Uhr hat und um 12 Uhr kommen die anderen und dann isst man noch zu Mittag miteinander in der Kirche und am Nachmittag wieder ein anderer und am Abend nochmal wieder ein anderer. Da findet der ganze Sonntag Gottesdienst statt und am Samstag hat es auch noch Sachen. Und dass man dann auch noch ein Restaurant drin hat mit einer Küche und so weiter, das ist viel Gemeinschaft. In Felsberg haben sie ein Projekt, da haben sie die Bänke rausgetan und haben einen 9 Meter langen Tisch eingestellt. Das ist erstens ein tolles Symbol für Kirche, Tischgemeinschaft, das ist ein theologischer Wert. Und zweitens, da kann man ganz, ganz viel machen in dieser Kirche, auch unter der Woche. Da kann man einen Mittagstisch machen in der Kirche. Also ich würde dann sagen, eher vielleicht sogar Kirchengemeindehäuser verkaufen als Kirche und die Kirche viel, viel, viel flexibler nutzen. Und dann kommt ja noch die Sache mit den anderen Religionen, die händeringend eine Nutzung, einen Raum suchen. Für mich gibt es da keine Grenzen, außer Kirchenfindlichkeit. Also ich würde keine Sekte in einer Kirche haben und keine Organisation mit einem militanten Atheismus. Frau Hess, wäre für mich Grenze. Also für mich gibt es da auch grundsätzlich wenig Grenzen. Ich glaube einfach, wenn es dezidiert und explizit kirchenfeindlich ist oder
christentumsfeindlich, würde ich glaube schon eine Grenze. Also irgendeine fanatische, eben so sektenmäßige Glaubensgemeinschaft. Und eine muslimische Glaubensgemeinschaft? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das würde ich einen schönen Gedanken finden, so quasi die Interreligiosität hier in der Kirche leben und sich entfalten lassen. Aber auch, eben auch so, ich bin sowieso, ich noch wollte noch sagen, wo ich vorher, es ist dann gerade ein bisschen schnell weitergegangen, ich wollte einfach noch sagen, ich habe nichts gegen Banken und ich habe nichts gegen Metzgereien. Aber ich finde, das gehört an sich nicht in ein Kirchengebäude, weil es doch gesellschaftlich und politisch irgendwie so eine gewisse Sprengkraft hat, wo ich finde, sprengt den Rahmen als spirituellen und kulturellen Raum. Aber sonst, wenn es spirituell oder kulturell irgendeinen Aspekt hat, finde ich, gibt es von mir her keine Grenzen oder Vorbehalte. Außer dort, wo es dezidiert und explizit kirchenfindlich daherkommt. Herr Weber, darf ich noch erst fragen? Weil die Entwicklung, oder? Kann die Kirche auch Bauherrin sein? Sie, die in einer Baukommission sind? Ja, sicher kann sie das sein, das ist kein Problem. Ich wollte vorher aber noch auf einen anderen Punkt eingehen. Wir haben jetzt immer wieder gehört vom spirituellen Raum. Und da kann man sich vorstellen, was man will darunter. Was heisst das? Oder? Ich gehe aber noch gerne in grosse Kirchen rein. Und zwar, vielleicht jetzt ein bisschen blöd gesagt, es ist ein werbefreier Raum. Ich werde nicht bombardiert mit irgendwelchen Botschaften, was ich jetzt alles machen oder kaufen oder mich fitter werden oder irgend so etwas. Dort darf man einfach sein und es hat das Raum und es hat auch Ruhe. Ruhe, wo man kann den Gedanken angehen kann. Vielleicht ist das etwas, was man ein bisschen unter Spiritualität... Jetzt aber der Hans Jürch hat gesagt, da gibt es auch ganz andere Orte. Da kann ein Berg sein, kann ein Wald sein. Ja, das gibt es auch. Aber wenn man in der Stadt im Lärmen ist, ist es so schön, in eine Kirche zu kommen, wo plötzlich ruhig ist. Plötzlich ist es ruhig, macht die Türen auf und geht hier und macht zu. Und dann hört man fast nichts mehr vom Verkehr rundherum. Auch wenn es eine Großstadt ist. Und das wird etwas ganz Wertvolles. Aber und das hat nichts mit Religion zu tun oder mit Christentum, sondern das ist einfach ein Wert, wo wir Menschen brauchen, denke ich. Also da redet mir der Herr Weber natürlich aus dem Herz, weil ich glaube, also man hat unsere Vorfahren haben Räume geschaffen, wo eigentlich, also man hat sich etwas geleistet, wo irgendwie auch zum Teil gigantomanisch denn daherkommt in der heutigen Zeit. Sie sind teuer, sind zwar schön, sind teuer, aufwendig, es ist ein riesiger Raum, viel zu hoch eigentlich in den meisten Fällen, wo man ja jetzt rein funktionell gar nicht unbedingt nutzt, aber es ist vielleicht, einerseits kann man spirituelles erfahren in so Räumen und andererseits ist es auch einfach, teilweise ist es auch einfach ein Feiern von Architektur. Ich weiß nicht, wie das der Herr Schürch sieht, aber und das finde ich schon auch ein Wert, den man diskutieren muss. Also wie geht man mit diesen Räumen um, mit dem baukulturellen Wert, wo mir kann, oder als ein Tourist oder einem Bewohner von einer Stadt euch etwas geben, eine Erfahrung oder einen Eindruck. Also, warum gehen wir in der Ferien als erstes irgendwo, wenn wir in einer Stadt sind, gerade geschwind in Dom oder ins Münster? Ja, warum macht man das? Darf ich schon reinhängen? Ich brenne schon lange. Eigentlich die ganze Zeit da brennt mich auf die Frage. Sie dürfen einfach alles äußern, jederzeit. Nein, also das eine ist mal, es gibt Edmund Burke, das ist ein Philosoph, der hat das Buch geschrieben, das Erhabene und Schöne, das lohnt sich mal zu lesen. Wann habe ich eigentlich das Gefühl von Erhabenheit? Das geht in diese Spiritualität hinein. Aber mich interessiert die Frage von Umnutzung und Architektur, Transformation. Ich meine, natürlich ist es so, das sind gigantische, tolle Räume, die schaue ich gerne an, bin ich gerne. Auch wie in einem Museum oder so, das ist toll. Aber können wir uns als Gesellschaft das leisten, dass wir eben 10 Kirchen in Schaffhausen haben, die kommen 5 Leute am Sonntag in Gottesdienst, sie sind durchgeheizt, sie sind Grauenergie vollgepumpt. Können wir uns das leisten als Gesellschaft? Haben wir nicht auch eine soziale Verantwortung auf die Nachhaltigkeit, dass wir mit diesen Gebäuden etwas machen? Und wenn es uns gelingt, wie Sie, Herr Fing, gesagt haben, dass man die mit dem Wert der Kirchen mehrfach nutzt, das ist natürlich auch ökonomisch hochinteressant, dass man sagt, verschiedene Glaubensgemeinschaften nutzen den einen Raum. Das fände ich interessant. Und die Kunst so knickt, also er spricht Ihnen aus der Seele. Ja, nein, ich denke immer an die Zwinglichille. Ich finde es wahnsinnig ein gutes Beispiel. Und ich glaube, da geht wie nicht einfach vom Himmel. Ich glaube, was der Stadt zum Teil fehlt, auch in den Quartieren, ist eine Art vom Begegnen, vom Austausch. Und
da hat an der Hochstrasse gefehlt. Und es ist am Schluss ein engagiertes Team in der Kirche gewesen, wo sich selber die Frage gestellt haben, was sind wir in diesem Quartier auch noch, außer einer religiösen Art. Und ich mag mich an viele Sitzungen erinnern, wo man sich getroffen hat, wo verschiedene Akteure, da war die Schule dabei gewesen, da war jemand von der Stadt dabei gewesen, da sind wir dabei gewesen. Und dann hat man zum Teil über Littering im Quartier geredet und was auch immer. Und ich glaube, dann ist wie etwas daraus entstanden. Und wir haben gewusst, was wir an dem Ort haben und sie haben gewusst, was es drumherum für Bedürfnisse gibt. Ich glaube, das wäre schade, wenn man es einfach verkaufen und sagen, der höchste Bieten, die kommt da über, da gibt es auch schön für den, der es überkommt. Aber ich finde, es würde etwas verloren gehen, was für die Gemeinschaft wahnsinnig wichtig ist. Ein Ort von der Begegnung, vom Austausch. Ich glaube, also unser Hauptauftrag ist Integration, nicht Ort schaffen, wo die untereinander und alle füreinander glücklich und mehr schulden. Sondern ein Ort, wo sich Leute, auch unterschiedliche Leute, wie jetzt an dem Podium begegnen, sich austauschen und finden, bin ich mit deiner Meinung, bin ich nicht deiner Meinung. Und ich glaube, da sehe ich die Kirche so ein bisschen auch in dieser Verantwortung oder sehe eine Chance, in diesen Räumlichkeiten das zu praktizieren. Begegnung und Austausch, sagt Andy Kunz. Und man merkt da, oder auf welcher Ebene wir diskutieren. Da können wir 5 Stunden diskutieren. Aber ich glaube, ich danke Ihnen allen. Thank you.